Hallöchen, meine lieben Zuschauer, an diesem 16. April, wo die Folge rauskommt. Ich nehme es auf einen Tag vorher im Livestream unter twitch.tv/dento. Also wer dabei sein möchte, kann dies gerne tun. Heute die Partie gegen die TSG Hoffenheim, nachdem wir die Tabellenführung uns ergattert haben. Schon in der letzten Partie gegen Köln, also in der vorletzten Partie gegen Köln. Wollen wir natürlich jetzt vor allen Dingen zu Hause in dem Heimspiel unsere Serie weiterführen, denn wir wollen natürlich auch die Tabellenführung nicht mehr abgeben. Das ist ja schon unser Credo. Und wie ich gerade gesagt habe, die Folge wird hier gerade aufgenommen auf Twitch, die nächsten wahrscheinlich auch. Also wer mir da gerne folgen möchte, hin und wieder bin ich dann da live, mache eine Let's Play Aufnahme. Also ich und quatsch immerhin gerne hin und wieder mal gerne mit euch. Deswegen würde ich mich mal freuen, wenn ihr da auch mal reinschauen würdet. Und ihr könnt gerne auch jetzt an die Leute im Stream was reinschreiben. Ich kann auch jetzt mal ich kann auch einfach mal die Kommentare vom Chat auch hier im Stream mal vorlesen und darauf eingehen. Also das ist jetzt kein Problem. So. Und da haben wir direkt einen neuen Follower auf Twitch. Vielen Dank, Igelov, für den Follow Nummer 80. Vielen Dank. So, jetzt kommt also die TSG Hoffenheim. Tabellenneunter. Wir unglaublich heimstark. Da kann doch mal was Gutes draus werden. Dann muss man natürlich noch gucken, danach direkt ein Auswärtsspiel in Frankfurt im DFB-Pokal schon im Viertelfinale sind, wa? Wird keine einfache Sache, deswegen müssen wir da natürlich auch ein bisschen auf Schonen achten. Dann, ich glaube, nächsten Dienstag oder Mittwoch müsste dann die Champions League kommen gegen Real Madrid im Achtelfinale. Da hat es ja richtig gelohnt, Erster zu werden in der Liga, in der Gruppe. Da wollen wir direkt mit dem stärksten Team zugelost hier. Aber gut, so ist nun mal die Champions League, da kann man sich das nicht auswählen. Da kriegt man halt manchmal Gegner, die vielleicht ein bisschen stärker sind, als man es sich gerne hätte, wünschen würde. Oh nee, ich habe hier wieder Sunny, oder? Was ist das? Ich habe keine Lust, die Rolle hinzuzumachen. Vor allem, ich muss dann die Sättigung nicht immer so stark machen. Dann sehe ich nicht immer so rot aus im Gesicht. Nee, ich hoffe, Sunny stört euch nicht allzu sehr. Der ist ja nur ganz leicht zu sehen. Sorry dafür. So, Fitness-Test. Wir sind direkt am Spieltag. Starte ich mit Almada? Ich glaube, ich starte mit Almada. Dann kann Husem da schön durchstarten. Ashraf. Nee, Sandro kann spielen für Eduardo. Rafa für Salvador. Wir können ja sowieso ein bisschen rotieren, das macht ja nichts. Dann Ongyone für den liegt. Passlag soll spielen, genau. Ach, Hakimi irgendwie schnell immer platt. Hat zwar eine Grundfitness von 17, aber deswegen verstehe ich jetzt gerade noch weniger, warum der so häufig fertig ist. Erling 93%. Leroy Sané ist wieder im Training, braucht aber noch 2 Wochen. Und ja, Luca unbehauen, den liegt, etc. Brünnarsen, welches Recht über Sand schon, okay. Lassen wir heute mal Brünnarsen wieder von Anfang an spielen. Damit wir auch rechts an inversen Spieler haben können. So. Und bevor ich das vergesse, ich habe auch schon im Chat, also im Stream gesagt, ich würde gerne noch ein paar Ligen dazu hinzufügen. Gibt immer so ein Limit vom Spiel selber gesetzt, was empfohlen wird von 125.000. Ich habe jetzt 107.000, glaube ich. Also ein paar Ligen könnte man noch hinzufügen. Schreibt mir also gerne mal in die Kommentare später, welche Ligen ich noch hinzufügen könnte. Ich kann ja später gleich so eine Übersicht zeigen, welche ich jetzt schon habe. Und dann kann man ja noch ein paar reintun. Also zum Beispiel England würde ich ungern in die dritte Liga oder so weiter. Das würde halt schon extrem viel fressen. Also zum Beispiel jetzt Brasilien, Argentinien, zweite Liga. Das würde ich gerne nehmen. Zum Beispiel. Da habe ich noch so andere erste Ligen aus Europa oder aus anderen Kontinenten. Die würde ich natürlich auch sehr gerne bei mir im Team haben. So, vielleicht jetzt der erste Angriff. Und wir spielen wieder mit Julian Brandt, weil er einfach so gut gespielt hat gegen den VfL Bochum. Flanke auf Manio und natürlich Manio mit dem Kopf zum 1:0. Nächste Vorlage durch Jakob Brünnarsen. Sehr schön.
Und schreibt mir, wie gesagt, noch gerne im Chat, ob jetzt gerade hier alles gut abgemixt ist, also ob das Stadion-Sound nicht zu laut ist oder zu leise und ich nicht zu laut oder zu leise bin. Das wäre sehr lieb. Brünn Larsen schießt, Schuss wird geblockt. Schade. Hat es gelohnt, ihn spielen zu lassen. Das ist halt das Gute an Jakob, der ist schön beidfüßig. Ist egal, wie er steht, er kann immer flanken. Er muss sich den Ball nicht mehr oder weniger auf seinen recht starken Fuß zurechtlegen. Das gibt es bei ihm nicht, einen starken Fuß. Köln führt aber auch, also bleibt es wahrscheinlich beim 1 Punkt, den wir hier haben, als Vorsprung. So werden wir gewinnen natürlich, also schon weitermachen. Frankfurt auf den dritten Rang, nur 4 Punkte hinter uns. Also, das wird keine einfache Aufgabe, auch wenn wir die letzten Wochen ganz gut gespielt haben hier, vor allen Dingen auswärts, endlich mal wieder. Werde ich nie eine Auswärtspartie auf die leichte Schulter nehmen. Nicht bei unserer Mannschaft. Tonali wunderschön raus auf Brünn Larsen. Zur Ecke. Ich wüsste aber gerne, warum wir überhaupt so ein Problem hatten oder noch haben auswärts. Verstehe ich nicht. Es hat nichts geändert. Ne? Unsere Mannschaft ist eher stärker dezent geworden. Oh, Morelos an den Pfosten. Das ist, dass wir Delikt gekauft haben für... Wer hatten wir denn davor? Für jemand anderen? War das Sagadu? Auf jeden Fall haben wir Delikt halt ausgetauscht und Bella Kotschab gegen Sagadu und noch jemanden. Ah, gut rauskombiniert. Und die anderen Spieler, die sind ja auch nicht stehen geblieben in ihrer Entwicklung. Hab ja nicht umsonst eine junge Mannschaft. So, ein 1:0. Jetzt kein Offensivfeuerwerk. Genau, Hummels. Danke, Igalov. Habe in den Chat geschrieben. Aber habe ich Hummels nicht schon davor abgegeben? Also schon noch eine Saison davor? Aber ja, kann gut sein, dass es Hummels war. Ja. Wer auch sonst. Und es fällt mir kein anderer ein. Hummels und Sagadu, glaube ich. Frankfurt schon 3:0 gegen Schalke. Wow. Das wäre das Einzige, was wir die Saison geändert haben. Also zwei neue Abwehrspieler. Morelos mit der Chance zum 2:0. Weil mehr muss man erstmal auch nicht machen. Ich wollte unseren ältesten Spieler abgeben. Das habe ich getan. Jetzt ist unser ältester Spieler, glaube ich, Guerrero mit 29. Bella Kotschab. Schwer zu kriegen. Und nochmal an meine YouTube-Zuschauer, also nicht wundern, wenn ich jetzt auf einmal mit jemandem hier rede. Ich chatte, also ich antworte auf die Kommentare im Chat. Habe mich dazu entschieden, das jetzt doch so zu machen, weil wenn ich euch das sage, dann wisst ihr ja Bescheid. Hallöchen, ja hallo. Ich mag den Namen immer noch. So, Sancho kommt jetzt für Manjo. Vielleicht kann er noch ein paar Akzente setzen da vorne. Armada soll noch durchspielen. Brand spielt zentral. Guerrero. Tauschen wir mal aus. Kann er vielleicht noch spielen gegen Frankfurt? Guerrero ist halt immer noch mein. Aber gut, jetzt muss ich direkt noch Brünn Larsen raustun. Hat sich ja schnell erledigt, ne? Dann machen wir es mal ein bisschen anders. Tue ich mal Julian Brandt auf den rechten Flügel. Und Bruno spielt dann wieder auf seiner Position. Hallöchen, kurios. 1990. Willkommen, dass du auch mal live dabei sein darfst. Oder darfst. Dass du darfst. Kannst. So. Freue mich auf jeden Fall. Auf dich. Bruno Guimaraes, auch das war die Chance zum 2:0. Elianko, ich selber spiele den Football Manager. Ich glaube, das erste Mal habe ich es mal einfach so aus zufälligerweise bekommen. In so einer Fernsehzeitschrift, also ein Spielezeitschrift, glaube den Championship Manager 2002. Da war ich aber noch 19 Jahre alt. Was? Fußball? Nee, ich habe mich gefreut, weil ich dachte, das war... Ich dachte, wir wären das gewesen. Ich habe mich schon gefreut. Stefan Posch, ja, das passiert, wenn man dann die Chance nicht macht. Ich freue mich wirklich auf ein Tor. Warte, Moment, ich antworte gleich hier auf Lianko. Ich freue mich auf...
Also, ja, Gegentor kassiert. Really? Wir hätten jetzt einige Chancen. Komm, mach die kurze rein. Oh. Inwiefern Lianko ob ich selber spiele? Also, ja, ich spiele selber, aber die Spieler spielen selber. Ich bin Manager, ich spiele selber. Als Manager. Aber das ist jetzt kein FIFA oder sonst was, wo ich aktiv eingreife. Ach, da freue ich mich so. Ja, Gegentor. Geht's. Na, geht doch. Jedenfalls, ich spiele den Football Manager seit 2002, wobei... Das habe ich, glaube ich, 2004, 2005 gezockt. Da habe ich dann nicht wirklich was verstanden von Fußball, von Taktik und so weiter. Und egal, welchen Verein ich hatte, ich bin da immer gnadenlos untergegangen. So richtig habe ich dann angefangen, 2008 zu zocken. Mit dem Football Manager. Also, ne, ich selber spiele nicht im Verein Lianko. Och, 1-1. Aber ich freue mich da immerhin. 1-1. Das ist so ein Standard. Aber sowas passiert. Macht man die Chance nicht, hat man nicht immer Glück. Es gab schon einige Spiele, die wir so gespielt haben, aber dann haben wir noch mit Glück irgendwie einen Sieg geholt. So darf man sich nicht wundern. Oh, wir zahlen jetzt 3,6 Millionen. Schon 20 Ligatore für uns gemacht, innerhalb von 3 Jahren. Für die Einsatzzeit, man sieht, der ist immer sehr aktiv, macht viele Scorerpunkte, auch schon von der allerersten Saison. Natürlich auch danke an denjenigen, die mir den Spieler empfohlen hat. Leipzig gegen Bayern. Kommt Leipzig noch näher ran an uns wieder oder kommen die Bayern auch mal etwas weiter hier in den Flow rein? Ein 1-1, also für beide nicht wirklich. Gut. Schade, wir hätten uns jetzt noch ein bisschen absetzen können von Leipzig. Aber gut, sowas passiert nun mal. Hin und wieder gibt's auch Unentschieden. Das Gute ist wie immer, dass wir besser waren. Aber trotzdem, Moment, ich muss mal kurz den Neckerhase wieder rausholen. Das kann nicht wahr sein, ja? Kriegen wir so eine Standardsituation und dann geht der Ball rein. Können die gar nicht mal aufpassen, in der 90. Minute auch noch. So, eigentlich wieder gut. Ich glaube, das wird so ein neues Gimmick von mir. Neckerhase. So. Jetzt also Eintracht Frankfurt, da werde ich auf jeden Fall wieder mit Aua im Sturm spielen. Dann Haaland. Jedenfalls Lianko, ich habe selber nie im Verein Fußball gespielt. Man fing es erst so an mit 11 Jahren, dass er so langsam anfing, fußballaffin zu werden überhaupt. Deswegen habe ich ein bisschen spät angefangen und ich habe mich nie getraut, weil es war nie gut deswegen auch und habe mich nie getraut, jetzt in den Verein einzuschreiben. Ich bereue es, aber das ist halt so, wo ich mir immer denke, ich hätte so Bock drauf, ne? Wenn ich heute so hobbymäßig draußen Fußball zocke, ne? Ich bin nicht gerade konditionell der Beste, aber ich power mich da immer aus, bis es mir nicht mehr gut geht. Ich liebe es einfach, Fußball zu spielen, auch wenn ich es nicht kann. Also nicht nur gucken, sondern auch selber spielen, liebe ich. Aber das sollte mir nicht gegönnt sein. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf eine alte Herrenmannschaft oder so eine Hobbymannschaft. Ich bin wirklich einer, ich hätte dann am liebsten ganze Welt gefußballt. Leicht zu sagen jetzt, während man hier nur rumsitzt und nichts macht, ne, aber... Naja. Ja, leider fehlt mein Mörchen zum Meccadento. Ja, das stimmt. Hab leider kein Mörchen mehr zu Hause. Ich habe mir extra dieses eine Mörchen geholt im Laden. Wirklich, nur für die Aufnahme. So, da ist schon das Spiel in Frankfurt. Die Partie gibt es dann aber morgen. Und ich denke mal auch im Doppelpack dann mit dem Auswärtsspiel auch in Freiburg. Also könnte sein, dass morgen wieder 2 Folgen rauskommen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Leider war der, ja, Ausgang des Spiels nicht unbedingt das Schönste. Naja, und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir jetzt vor allen Dingen im Pokal eine Runde weiterkommen, dann wären wir schon im Halbfinale. Also das würde vielleicht die Moral wieder ein bisschen verbessern. Wobei, wenn ich mir die Moral hier angucke, überall perfekt, außergewöhnlich, exzellent, also
das hat es nicht unbedingt geschadet. So, wir sehen uns dann wieder morgen mit einer neuen Partie in Frankfurt mindestens, vielleicht auch noch in Freiburg. Habt noch einen schönen Tag und natürlich auch danke an den guten alten Sam Eliney, also den guten alten Sam, dafür, dass du mich mit dem Kanal Mitgliedschaft unterstützt. War auch interessant, kann ich gerne tun, aber ich kann was. So, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, Sikowski.